bei mir jetzt Andreas Steffen. 5:3, passend zur Solbrenner Kirmes gewonnen. Ich glaube, das ist eine gute Feiergrundlage heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also wenn mal so ein Titelfavorit mit 5:3 schlägt hier im heimischen Rasen, dann denke ich mal, können wir heute Abend befreit auf die Wittlicher Kirmes ein Bierchen trinken gehen. Was hat den Ausschlag gegeben? Ihr habt ja 5:1 geführt, dann wurde es nochmal ein bisschen eng, aber zittern musstet ihr nicht wirklich, oder? Nee, ich denke, wir waren von der ersten Minute an waren wir da, wir waren hellwach, wir sind direkt ins Spiel reingekommen und deswegen, die Jungs haben gefightet, die waren motiviert, heute endlich mal einen guten Saisonstart hinzulegen und ich bin voll zufrieden mit der Truppe heute. Wie siehst du denn die Situation? Also Altrich ist im letzten Jahr mehrfach knapp gescheitert, 4-mal Zweiter, 3-mal Dritter, immer oben mit dabei, aber dieses Jahr wird es auch alles andere als einfach. Wen hast du oben mit auf der Rechnung in der Kreisliga B2? Ja, also ich habe die Mannschaft übernommen und ich wusste das, weil ich halt so ein bisschen verfolgt hatte, dass sie immer gescheitert sind, ganz knapp, ob es Relegation war. Hat halt immer das Kännchen Glück oder halt so der kleine Drecksack bei den Jungs gefehlt. Und den bin ich am Versuchen, am rauszuholen. Und ich denke, wenn wir die geschlossene Mannschaftsleistung so weiterfahren, dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen. Ne? Und ich denke, wir werden da oben auf jeden Fall mitspielen.